Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier wiederum zu meinem Lehrgangkurs PHP 5 für Einsteiger. In der 21. Lektion wollen wir uns jetzt mit sogenannten assoziativen Arrays beschäftigen. Wir haben vorher noch normale unter Anführungszeichen Arrays kennengelernt. Schauen wir gleich, worin der Unterschied liegt. Und das sehen wir am besten hier im Listing. Und der PHP-Deck reicht von Zeile 1 bis Zeile 9 und hier haben wir schon so eine Array. Ein Array, haben wir gesagt, könnte man vergleichen mit einem Postfach eines großen Mietshauses, also einem großen Briefkasten mit mehreren Postfächern. Und die müssen sich natürlich irgendwie unterscheiden. Und in der vorgehenden Version von Arrays haben wir mit einem Index das Ganze unterschieden, haben hier 0 gehabt, 1, 2 und 3 und so weiter. Und die haben jetzt aber einen Schlüssel, einen Key, als eindeutige Zuordnung. Hier verwendet man eben keine Zahl, sondern man findet hier eben Buchstabenfolgen. Und hier OE zum Beispiel, NOE, ST und so weiter. Das entspricht in dem Fall hier, ist es relativ logisch, den österreichischen, wer aus Österreich kommt, kennt sich da eben aus. Landeshauptstädten von Oberösterreich, OE ist Linz. Von Niederösterreich ist die Abkürzung eben für Niederösterreich, wäre St. Pölten. Und somit kann man dann ebenfalls ein Array schaffen, indem man halt hier keine Zahlen verwendet, sondern als Schlüssel, als Key verwendet man in dem Fall hier eine Buchstabenfolge. Und hier bitte darauf achten, dass man hier ein Anführungszeichen jeweils davor und danach setzt. Dann kann man eben dann Werte zuweisen, wie in den Zeilen 3, 4 und 5 und 6 und kann dann hier einzelne Werte wieder ausgeben, wie in der Zeile 7 hier, wenn man hier eben dann den entsprechenden Schlüssel-Key angibt, wird in dem Fall hier der Wert, der hier in der Zeile 3 zugewiesen wurde, zum Beispiel ausgegeben und hier, wenn ich T nehme, der Wert, der in der Zeile 6 zugewiesen wird. Also auch wieder eine praktische Möglichkeit mit PHP-Probleme zu lösen, nämlich mehrere Informationen in einer einzigen Variable zu speichern. Mein Hinweis wieder, versuch diese Aufgabenstellung unten zu lösen, dann kannst du es rasch erkennen, ob du das mit den Arrays gut verstanden hast. Und von meiner Stelle, von dieser Stelle hier aus, natürlich mein Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke!